hab's zu Hause nicht mehr ausgehalten. Volkan hat mich beschützt. Vor ihrem Vater? Hat er sie misshandelt? Der war total eifersüchtig auf Volkan. Die Fingerverletzung an Volkans Hand, hat ihr Vater damit zu tun? Was? Nee, hat er sich in der Tür gequetscht. Er hat ihn umgebracht, weil er ihn gehasst hat. Du stehst hier unter Drogen. Georg, bitte halt dich zurück. Die steht unter Drogen. Ich habe Tabletten bei ihr gefunden. Isa, hat man nicht belehrt, dass du nicht gegen deinen Vater aussagen musst? Ich kenne die Gesetze. Fräulein Quast wollte aussagen. Dann hoffe ich für sie, dass sie nicht unter Drogen aussagt. Ich glaube, du musst auf dich aufpassen. Das ist genau das, was man als Frau hören will. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Doch. Und was das Schlimmste daran ist, du hast recht. Ich glaube, sie wollen jetzt unbedingt gehen. Ja. Entschuldigung. Bitte. Nehmen Sie es nicht persönlich, es gehört zur Philosophie meines Hauses. Keine Kinder, keine Tiere. Ja? Aber ich... Keine Ausnahmen. Hannes! Pastor zu verdanken. Zuerst war ja nur Leon da. Eine provisorische Lösung hieß es. Also ich war ja nicht dafür. Ein Alleinerziehender mit drei Jungs und voll erwerbstätig. Ich finde, der macht das ganz gut. Peter Pan und seine verlorenen Jungs, sagen wir immer. Alles gut und schön. Aber Kinder müssen auch gefördert werden. Und gerade diese haben es bitter nötig. Sehen Sie, ich mache mir doch wirklich Gedanken. Paul, der Mittlere zum Beispiel, hat starke Probleme mit schulischen Leistungen und sozialem Verhalten. Aber wen wundert's? Der kommt aus den schlechtesten Verhältnissen, der Ernste. Bitte mal. Na, jedenfalls hatte ich die Idee, ihn in der diesjährigen Theaterinszenierung spielen zu lassen. Zur Entwicklung von Teamfähigkeit, sinnlichem Umgang mit Sprache. Das schult seinen Geist und er kann seiner Fantasie freien Lauf lassen. Interessanter Ansatz. Na, sagen Sie, aber Herr Jahn, er sieht einfach nicht... dass ich nur sein Bestes will. Keine Spur von Anerkennung oder Wertschätzung. Ich bin immer nur die Truller vom Amt. Glauben Sie mir, ich weiß, wie sich das anfühlt. Die olle König ist ja bloß sauer, weil sie schon seit Jahren bei ihm abblitzt. Aber wen wundert's? Bei den Haaren? Ich hole Ihnen jetzt erstmal einen Kaffee, ja? Ist die Temperatur so richtig? Vielleicht ein bisschen kühler. Ich habe gern einen kühlen Kopf. Gut. Freiherr von Schlegerloh bittet um Rückruf. Da gibt es wohl Probleme mit Schottland. Von wegen Scottish Open. Das war alles nur Angeberei, Frau Schwärmer. Wir brauchen dringend etwas Besonderes für unseren Event. Haben Sie keine Idee? Leider nein. Schade. Und Bankdirektor Peters hat angerufen, dass man auf dem Schloss per Annonce ein Hausmädchen sucht. Ein Hausmädchen? Da bin ich wieder. Ach, Sohnemann. Zurück aus England. Yes, yes. Hast du dein Studium endlich beendet? So ist es. Gratuliere. Was zu trinken? Gerne. Apfelschorle? Telefon. Ich bin gleich für dich da. Hä? Papa, ich häufige vom Pferd als Prinz Charles. Oh. Aber nun geht's. Was denn? Mein Gott, wir sind falsch angezogen. Mit einem Smoking für 5000 Euro ist man nie falsch angezogen, Meier. Männer. Otto. Präsidenten des schottischen Golfverbandes.
der Sie gerne einmal nach Schottland zu den Scottish Open nach Loch Lomond einladen möchte. Allerdings muss ich Sie warnen. Der alte Herr ist, wie wir sagen würden, ziemlich schottisch, das heißt sehr sparsam und sehr schrullig. Aber keine Sorge, das ist Gott sei Dank nicht in der Familie. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Mädels, setzt euch doch. Und hoffe, Sie werden meine Bewerbung positiv beurteilen. Danke. Ja. Heute möchte sich, außer dem Baron Schlederloh, noch ein zweiter Anwärter für die Aufnahme in unseren Elite-Golfclub vorstellen. Und er ist inzwischen ebenfalls eingetroffen. Dann bitte ich Herrn Otto Meyer ans Rednerpult. Wäre dann soweit. Gut, dann legen wir mal los. Ziemlich dicke Äste, wenn ihr mich fragt. Niemand legt sich freiwillig unter so einen Brummer. Ja. Du meinst, jemand wollte die Leiche verschwinden lassen? Das sieht ganz so aus! Vorsicht, Vorsicht, ach. Vorsicht! Jetzt, das darüber. Ziehen Sie das darüber. So, was haben wir denn da? Oh Gott, das sind zwei Leichen. Frauen. Immerhin, die Kleidung sieht noch ganz gut aus. Ziemlich knappe Teile. Hat jemand die Schuhe gesehen? Die fehlt. Kommen Sie. Und? Was gefunden? Kaum was. Keine Papiere? Nee, nur eine rechte Hand. Die Tiere. Oh, warte mal, ich glaube, ich hab was. Ich komme gerade vom Fundort. Die finden praktisch nichts. Bisher nur eine Goldkette ohne Besonderheiten. Massenware. Ja. Haben Sie die Schuhe gefunden? Nein. Wie es aussieht, sind sie woanders ermordet worden. Was machst du? Die Anfrage beim LKA für die Vermisstensuche. Hey, was ist das? Ja, die Kleider der Frauen. Kam gerade aus der Gerichtsmedizin. Araxa. Schon mal gehört? Nö. Da sind wir. Woher kennst denn du den Laden? Da hab ich mein Tattoo stechen lassen. Was? Du hast eine Tätowierung? Das war nicht so schockiert. Hi, Pess. Hi, Socke. Das ist mein Kollege von der Polizei. Du bist ein Bulle? Ja, wir ermitteln in einem Mordfall. Eines der Opfer hatte dieses Tattoo hier. Das war kein Profi. Alles viel zu unregelmäßig und die Farbe ist unterschiedlich tief in der Haut. Du meinst selbst gestochen? Ja, wie selbst gestochen? Naja, eine dünne Nadel nehmen, übers Feuer halten, Tinte tauchen und dann zustechen. Tut höllisch weh. A und D, sagt dir das was? Mhm. Obwohl, ich habe sowas schon mal gesehen. Da war mal eine Frau bei mir. Dein erstes Tattoo? Nee, das erste habe ich mir selbst gestochen. Hier, das ist noch aus meiner Heimzeit in Tschechien. Ah, Jugendsünde, was? Das kann man so sagen. Aber das haben damals alle so gemacht. Mutig. Naja, das war so eine Art Prüfung. Erst mit so einem Ding am Arm gehörte man im Heim dazu. Kannst du rausfinden, welche Kundin das war? Hm. Tut mir leid, ist zu lange her. Danke trotzdem. Sie haben uns sehr weitergeholfen. Wenn Ihnen noch was einfallen sollte, melden Sie sich bei uns. Ja? Okay. Falls Sie mal ein Tattoo oder ein Piercing brauchen. Falls Sie mal einen Bullen brauchen. Ciao. Ciao. Der Bericht der Pathologie. Todeszeitpunkt 6 bis 8 Wochen vor dem Auffinden.
Also Juli oder August. Unnatürlicher Tod wird angenommen. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Alter 16 bis 20 Jahre, laut Zahnanalyse, bis 2 Jahre vor dem Tod steter Lebenswandel. Wahrscheinlich im Osten, Russland, Kasachstan, Tschechien. Kommt alles in Frage. Ostblock, das hat Socke auch gesagt. Danach unsteter Lebenswandel. Das macht Sinn. Erst waren Sie im Heim, dann ab nach Deutschland. Du sag mal, bist du eigentlich mit den Kleidern weitergekommen? Die Klamotten kommen nicht aus Deutschland, das steht fest. Also gut, ja. Dann waschen wir sie, fotografieren sie, drucken dann die Plakate. Vielleicht gibt's ja irgendwelche Zeugen. Am besten auch gleich auf Tschechisch und Polnisch und was weiß ich noch. Gute Idee. Banninger Kripodilling. Das ist meine Kollegin Rösner. Was wollen Sie? Es gibt Gerüchte, dass hier der Prostitution nachgegangen wird. Üble Nachrede. Und was ist mit der Blondine da? Hat sie eine Arbeitserlaubnis? Nee, brauchst du nicht. Daher ist nur eine gute Freundin, die kurz aushilft. Nichts weiter. Ne, Kleines? Wir sind nicht von der Sitte, ja. Wir suchen 2 Mädels, 16 bis 20 Jahre. Das hier sollen sie getragen haben. Nie gesehen. Es gibt aber Zeugen, die gesehen haben, dass sie hier reingekommen sind. Das kann ja sein, aber ich kenne sie nicht. Okay? Im Clou kann den Beamten keiner weiterhelfen. Niemand will die beiden jungen Frauen kennen oder dort gesehen haben. Gesehen, die das hier getragen haben. Wir haben einfach zu wenig Anhaltspunkte. Aber eigentlich ist doch alles klar. Dann schieß mal los. Ein Zuhälter lockt die beiden Mädchen mit falschen Versprechungen nach Deutschland, illegale Einreise, dann das Leben als Prostituierte. Sie haben wenig Geld, nehmen Drogen. Eines Tages ist alles zu viel. Sie hauen ab, per Anhalter. Aber ihr Zuhälter erwischt sie, bringt sie um und die Leichen verscharrt er im Wald. Ja, aber die Mädels sind doch sein Kapital, das macht doch einfach keinen Sinn. Aber wie war es dann? Das ist eine gute Frage. Carlos und Cinzia La Roca von Rheinberg. Es tut mir leid, meine Kleine, aber du und dein Bruder stehen nicht auf der Passagierliste für Buenos Aires. Es wurden keine Flugscheine für euch hinterlegt. Das heißt Ticket. Ich bin nicht Ihre Kleine. Weißt du was? Wir rufen jetzt mal eure Eltern an. Wenn sie unbedingt Ärger haben wollen. Mein Vater wartet in Argentinien auf uns. Gucken Sie am besten noch mal in Ihrer Liste nach. Hopp, hopp. Ich kann euch nicht helfen. Mama hat gesagt, wenn es Probleme gibt, soll ich die vorzeigen. Die Bank gehört meinem Opa. Und alle Flugzeuge der Welt.